Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu Test Esser. Und wir sind von Gameflavor, das ist der Olaf, ich Hallo. Bin Yvonne. Ganz kurz, wie immer, liken, subscriben und Feedback geben, da freuen wir uns sehr drüber. Und wenn ihr einen noch detaillierteren Einblick in Anthem haben wollt, dann verlinken wir euch auch unten das Review, das geschriebene ist nochmal wesentlich detaillierter als unser kurzer Testesser-Rückblick quasi. So, Olaf, du hast Anthem für uns getestet. Anthem mit BioWare ist für mich so ein ganz großer Könner des RPGs einfach. Kommt das in Anthem auch so rüber? Nein. Also das ist, da hat das Gefühl man, dass das Spiel ein bisschen so eine Identitätskrise hat. Es ist so aufgebaut, dass wir Singleplayer for Tarsis haben, da wo wir immer zurückkehren, wo wir dann alleine sind. Und dann haben wir halt die Welt und die Mission, wo wir dann halt im Koop sind. Und in dieser Singleplayer-Welt in for Tarsis soll jeder seine eigene Geschichte mit ja, erleben können. Aber da ist das, wo diese leichte Identitätskrise kommt, weil das Spiel weiß halt manchmal nicht, ob es eher ein Koop Looter-Shooter sein möchte oder er doch dann seine Wurzeln nicht ganz gehen lassen möchte, wie Mass Effect oder Dragon Age beispielsweise. Also das kommt leider nicht so rüber. Okay, da, wo du es gerade erwähnst, da kommt eh die Frage bei mir ein. Ihr werdet ja, oder du wirst das ja mit jemand anderem noch gespielt haben und ihr werdet wahrscheinlich nicht die gleiche Interaktion in For Tarsis gewählt haben. Wie hat sich das dann in Missionen bemerkbar gemacht? Also wirklich gar nicht, dass du sagst, dass da eine sehr große Diskrepanz war, weil man sich ja auch austauschte? Wie war das? Also es ist gar nicht, dass irgendwas wirklich auf die Mission oder sonst irgendwas Auflauf oder Auslauf nimmt. Es ist wirklich so, dass in For Tarsis die Interaktionen auch sehr gering gehalten sind, was die Interaktionsmöglichkeiten angeht. Wir können entweder ja, eine oder eine zweite Antwort nehmen. Also wir haben immer zwei Antwortmöglichkeiten. Es ist dann so, dass sich die bestimmte Situation ein bisschen verändert, aber es ändert nichts am Storyverlauf oder am Missionsverlauf oder dergleichen. Und deswegen fühlt es sich dann auch manchmal so ein bisschen an, dass es ja, ein bisschen so ein Schuss in den Ofen wird, was das angeht, weil eigentlich sind die Charaktere in For Tarsis wirklich sehr schön, einige. Auch jetzt nicht nur von NPCs da als abzuschweigen, also es ist ein bisschen schon erstaunlich, dass dasselbe Studio auch die Andromeda-Sache da so gemacht hat. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr gut. Aber auch die Charaktere sind wirklich auch liebenswert und charmant und manche natürlich nicht so liebenswert, das, was sie halt darbieten sollen. Aber man kann mit denen sich eigentlich identifizieren. Das Problem ist, dass sich so die Bindung nie so ganz aufbaut, wie halt wie mit anderen Charakteren in anderen BioWare-Titeln. Okay, in der Beta gab es ja schon bei uns die Befürchtung, dass es sich sehr viel zieht und dass kein Gruppengefühl aufkommt, weil man sich ja nach jeder Mission wieder neu treffen muss. Da wäre jetzt meine Frage. Erstens, wie hast du das empfunden, wenn du das mit jemand anderem gespielt hast? Zweitens, wie waren die Ladebildschirme? Also die Ladebildschirme sind immer noch sehr, sehr häufig da. Manche ein bisschen kürzer, manche ein bisschen länger, aber die Häufigkeit ist nicht abzustreiten. Es ist so, dass man nicht mehr auseinandergerissen wird. Also wenn man zusammen ist, dann werden beide zusammen in ihr For Tarsis reingebracht. Mhm. Aber man muss sich halt nicht mal neu abgucken. Das ist eigentlich jetzt gut gehandhabt. Man wartet halt nur auf den anderen. Das Ding ist halt, das zu erleben mit anderen Spielen. Man hat die ganze Zeit so eine Art Druck im Hintergrund, weil man möchte halt nicht zu lange in For Tarsis eigentlich bleiben, weil man ja seine Mitspieler nicht warten lassen möchte. Aber gleichzeitig möchte man ja trotzdem wissen, was ja, in For Tarsis abgeht. Natürlich sind viele Konversationen optional, aber die meisten Leute möchten das natürlich eigentlich erleben. Und da ist dann auch wieder diese Identitätskrise. Will ich dann eher so ein Looter-Shooter sein, wo ich dann halt den Flow aufrechterhalten muss eigentlich? Und das macht es das Spiel nicht, durch For Tarsis halt leider. Und ja. Okay. Kommen wir zu den Mechanics. Wie funktionieren die im Spiel? Was hat für dich gepasst, was hat für dich nicht gepasst? Wo sagst du, das war eigentlich sehr cool, wie Momente zum Beispiel, wenn wir im Javelin waren mit dem Schießen, oder sagst du, das war eher uncool? Also die Javelins, die wir steuern können, wir kriegen 4 Stück. Es ist so, dass wir ein Pilot sind und dieser, oder Freelancer, nennt es, wie ihr es möchtet, und wir leveln eigentlich unseren Pilot und können dann unsere Javelins freischalten. Es gibt halt 4 verschiedene Arten, haben wir den Colossus, den Storm, dann den Interceptor und den Ranger. Alle spielen sich unterschiedlich und jeder von den Animationen ist auch sehr, sehr gut gelungen, dass man sagt, okay, man weiß, was das bringen soll. Also ein Colossus soll halt ein Tank sein beispielsweise oder ein Storm halt eher so ein Magier. Das passt alles, das ist sehr, sehr gut auch rübergebracht. Die machen auch Spaß zu spielen, je nachdem, welchem Bild man haben möchte. Funktioniert das? Das Problem ist dann wieder, kommen wir erst zu den Waffen. Die Waffen fühlen sich besser an als in anderen BioWare-Titeln, aber schlechter als in anderen Looter-Shootern. Also es ist auf jeden Fall ein Aufstieg für BioWare, aber nicht zu vergleichen mit, ich sag mal, der Elite der Looter-Shooter. Und Abilities sind sehr stark und sollen auch häufig benutzt werden. Und das bringt das Spiel auch rüber und man möchte sie auch häufig benutzen. Das ist halt auch mit einer der kräftigsten
Damage-System einfach rausbringen kann. Das Problem dabei ist wieder mit den Mechanics, ist, dass es nicht wirklich alles erklärt wird. Zum Beispiel dieses Combo-System mit Primer und Detonator, dass man halt erst Gegner mit einer Primer-Ability ja primen vorbereiten soll und dann mit einer Detonator-Ability diese Combo auslösen soll, um halt massiven Schaden zu machen, wird nirgendwo erklärt. Nirgendwo erklärt. Und das ist halt dasselbe mit der Story auch. Die Story ist halt auch so gesetzt, dass wir am Anfang eine Mission haben und dass wir dort die Mission scheitern, dann haben wir einen 2-Jahres-Sprung, dann sind wir in Fort Tarsis und jeder NPC redet mit uns, als ob wir alles über alles wissen würden. Und dann, man kriegt halt so einen Jargon an den Kopf geworfen, wo man erstmal denkt, hey, was redest du gerade eigentlich? Ich habe gerade 10 Minuten vom Spielgefühl gespielt erst. Und das ist dann auch wieder so ein Stolperstein. Natürlich kommt man damit rein, es kommt natürlich mit der Zeit, aber trotzdem ist das halt einfach so, das Pacing stimmt halt nicht so ganz. Die Mechanics ansonsten, was die Javelins angeht, das Fliegen ist phänomenal. Es ist wirklich nach 10 Minuten, 15 Minuten fühlt man sich, als ob man Iron Man wäre. Die fühlen sich extrem gut an. Man kann wirklich punktgenau landen, man punkt auch dieses Hochfliegen, was man hat, und dann diesen Start, dass man im Flug versucht, mit Wasseroberflächen oder durch Wasserfälle zu fliegen, um diese Flüge zu verlängern. Extrem geil. Extrem geil. Das Problem ist halt, dass diese geilen Mechanics immer von schlechten Mechanics dann wieder outweighed werden, voll oft. Also zum Beispiel ist es dann so, dass wenn ich im Kampf bin, die Hit-Detection, die mein Javelin hat, ist strange as hell. Also wirklich, man hat das Gefühl, man wird nicht getroffen, man wird aber getroffen. Richtig komisch, das ist vor allem bei Bosskämpfen so. Außerdem hat man im HUD und im UI viel zu wenig Indikatoren. Man kriegt Damage und man hat keine Ahnung woher. Man hat null Ahnung woher und man weiß einfach gar nicht, was man da zu tun hat, um halt den Damage ausweichen zu können oder zu dodgen. Selbst wenn ich dodge, ist es oft so, dass der Dodge nicht zählt. Also die Grundlage mit Kämpfen, Abilities und ist sehr, sehr, sehr gut. Aber die anderen Sachen, wie gerade mit diesem Damage, Input und Output, dass man zu wenig sieht, wo was ist, ist einfach, das nimmt es dann wieder raus. Also das ist ja, einfach schade. Okay, wie war das denn an und für sich ganz kurz mit der Story? Hat es dir gebockt? Hast du gesagt, du willst wissen, wie es weitergeht? Und hat sich da auch ein Spannungsbogen für dich aufgebaut? Oder sagst du, ja, das war halt ein schöner Nebeneffekt, aber nicht so toll? Also die Story ist ganz klar, ganz easy. Bösewicht will Weltherrschaft an sich reißen, sozusagen die Weltmacht. Nichts Neues, jeder kennt die Geschichte. Es ist wirklich sehr langweilig, was das angeht. Die Nebencharaktere sind eigentlich interessanter als der Hauptspann. Allerdings ist es so in der Story, dass wir halt zu schnell zu viel reingeworfen werden. Also es ist halt so, dass wir in Bastion sind und dass die Welt von sogenannten Shapern halt ja geshaped wurden und halt aufgerechnet wurden. Die sind aber zu früh abgehauen und haben halt während diesem ganzen Prozess diesen Anthem of Creation benutzt, um die Welt zu gestalten. Aber überall liegen jetzt halt die Instrumente rum und alles. Also die Welt ist eigentlich unfertig und der Bösewicht möchte diese Anthem of Creation haben, um sich als Gott sozusagen zu machen und dann alles zu tun, was er halt wollen würde. Ja, ist absolut nichts Neues. Also es ist jetzt die Story. Ja, hat dir die Inszenierung gefallen? Hast du gesagt, du hast Bock auf die nächste Mission oder war das eher so, boah, ich muss das jetzt machen? Nee, es ist schon generic. Also es ist richtig generisch. Also die Missionen sind ganz Looter-Shooter-klassisch. Also geh dahin, verteidige das oder sammle das ein, bringst wieder zum Objective zurück. Und wirklich sehr, sehr, sehr banal. Aber man kann trotzdem Spaß damit haben. Man muss halt nur wissen, worauf man sich einlässt. Es ist kein RPG-Storytelling wie in anderen Bioware-Titeln. Man muss wissen, worauf man sich einlässt, dann kann man Spaß haben, was Story und was Missionsdesign angeht, aber insgesamt ist das Missionsdesign schon sehr, sehr, sehr generisch und monoton. Looter-Shooter, wie war das denn mit dem Loot? Und was mich halt auch interessiert, haben sie es vielleicht gewechselt, dass du Waffen wechseln kannst zum Beispiel, oder? Nein, das kann ich mal sagen, okay. Leider nein. Sehr, sehr, sehr schade, vor allem wird damit eigentlich das Experimentieren mit Abilities und Waffen eigentlich eher bestraft, so ein bisschen in meinen Augen, weil man halt Angst hat, bestraft zu werden während der Mission. Was ist, wenn ich eine Shotgun drin habe und die Mission gar nicht auf Shotgun ausgelegt ist oder die Ability drin habe und ich kann mit der Ability gar nichts anfangen? Und man macht das mehr zum Risiko als zu einer Belohnung, damit rum zu experimentieren. Also bringt dir Loot letztendlich gar nichts, weil du gar nicht dazu kommst, dass das alles. Nein, doch. Also natürlich bringt es was und es bringt natürlich auch was, das auszuprobieren, aber man hat immer dieses beunruhigendes Gefühl im Hintergrund, dass man sagt, okay, vielleicht bringt gerade das, was ich equipped habe, nichts. Mhm. Und man möchte halt auch seiner Party oder seinem Fireteam dann da nicht zur Last fallen, weil man halt sagt, ey, ich muss nochmal zurück nach Fort Tarsis, weil dann müssen wir wieder durch 5 verschiedene Loading Screens. Und das ist halt einfach ein bisschen ja, Druck, der halt unnötig ist.
Der Loot ist so verteilt, dass wir auch da verschiedene Raritäten haben, so wie bei allen Looter-Shootern. Wir kriegen während der Mission den Loot nicht angezeigt. Das heißt, wir kriegen nicht zu sehen, was wir haben. Schade ist es in dem Effekt, dass ich dann keinen Wow-Effekt habe, dass ich sage, boah geil, ich habe das gefunden, boah geil, ich habe das gefunden. Positiv kann man das aber auch sehen, dass wenn ich den Loot habe und dann mich mit Randoms beispielsweise spiele und meinen neuen Loot bekommt, dass nicht alle auf einmal im Menü drin sind und erstmal ihren ganzen Loot sortieren und checken und alles und man nicht mit der Mission weiterkommt. Das heißt, es kommt ein Selbstmissionsfluss auf, obwohl ich mit fremden Leuten spiele und auch obwohl wir nicht in der Party sind, kann das auch positiv gesehen werden. Es ist halt echt an eurem Stil angesetzt, ob ihr das eher Glas halb voll oder halb leer sehen möchtet. Es geht auf jeden Fall beides. Okay, war das denn dann nach einer Mission eher für dich so ein Rewarding-Gefühl oder hattest du oft so, ja gut, Mau, mach ich jetzt halt einfach weiter, vielleicht krieg ich sonst was? Also es ist ein Grind. Es ist ein Grind. Bis zu Level 30 und dann bis zum Endgame ist es ein Grind, der auch monoton werden kann. Und schade ist, dass das Beste, was das Spiel hat mit diesen Masterwork und Legendary Masterwork-Waffen vor allem, die halt verschiedene Abilities und verschiedene Builds zulassen, dass das Spiel so lange braucht, bis das dahin kommt. Also das, wo sich danach lohnt zu grinden, kommt halt erst nach zu langem Grind für Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Und das ist eigentlich schade. Missionsdesign haben wir eben schon angesprochen. Die Strongholds sind sozusagen die Dungeons, die das Spiel hat. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Aber da gibt es halt auch oft diese Probleme, was Hit Detection wieder angeht und dass die Gegner auch einfach keine Tells haben. Man kann nicht sehen, was. Natürlich haben Gegner ein paar Tells, aber man sieht nicht Damage, der kommt. Beispielsweise, wenn ich hinter einer Wand bin und ein großer Boss macht eine Attacke, die quasi durch die Wand durchgehen kann. Ich habe keinerlei Ahnung, ob der jetzt gerade das kommt oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel ein Teammate reviven möchte und habe ich keinerlei Ahnung, das ist einfach so eine Glückssache, was das angeht. Es gibt einfach zu wenig Tells. Und schade ist halt, dass der beste Loot einfach nach einem viel zu langen Grind, was das ist, hervorkommt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, bevor das Endgame überhaupt startet, überhaupt aufhören werden, einfach nur aus dem Grund. Es ist wirklich schade, weil dann kommen halt die besten Waffen eigentlich und dann kommt eigentlich so das Ding eigentlich erst so zum Vorschein, diese RPG-Elemente. Okay. Wie lange hast du ungefähr gebraucht, ehe du mit der Storyline durch warst? Also wir sind eigentlich lockeren Pace gegangen, auch dann verschiedene Side-Missions gemacht. Also für reine Story, schätze ich mal, sind es so 12 bis 15 Stunden. Schade ist halt nur, dass ein Story-Part, da auch das Pacing auch wieder falsch leider ist in meinen Augen, dass man einfach so verschiedene Tombs öffnen muss und da muss man halt so ein Grindwork machen. Also ich muss so und so viele Kisten öffnen, so und so viele Melee-Damages, Kills machen und so weiter. Es ist gut, dass es retroaktiv ist, also alles, was ich bis dahin gemacht habe, zählt. Also wenn ihr Glück habt, habt ihr vielleicht schon alle offen und wenn nicht, müsst ihr nochmal ein bisschen farmen, was das angeht. Bisschen schlechtes Pacing, was die Mission angeht, aber ansonsten ungefähr 12 bis 15 Stunden für die Hauptmission. Okay, irgendwas noch, was du unbedingt loswerden möchtest über das Spiel? Also die Technical Issues, die wir auch in der Beta haben, es ist so, dass der Day 1 Patch ja, weil wir auf PlayStation spielen, dann auch rauskam, als wir damit angefangen haben, also oder Day 7 Patch, je nachdem wie ihr es sehen möchtet, wenn wir PC dazu zählen. Wir haben immer noch technische Probleme, es ist so, dass es aber nicht so schlimm, wie ich Angst vor hatte. Ich bin insgesamt in der Woche 4-mal gekickt worden vom Server, finde ich jetzt nicht so schlimm, um ganz ehrlich zu sein. Allerdings hatte ich auch 2 Crashes von der PlayStation, das finde ich wiederum ein bisschen schlimmer. Und zwar so ein Crash, dass ich wirklich so gefreezed habe in der PlayStation, dass ich mein Stromkabel ziehen musste. Das hat mir schon so ein bisschen Angst gemacht um meine PlayStation. Ansonsten FPS auf der PS4 Pro lief eigentlich alles normal, auch mit großem Effekt-Dasein. Manchmal ein ganz kleiner Drop an FPS, nichts Tolles, aber ich habe mir sagen lassen von vielen Leuten aus meiner Freundesliste, die normale PlayStation spielen, dass es da zu FPS-Problemen kommen kann. Ob es dann wirklich so sein soll, dann, wenn ihr die Erfahrung habt, dann schreibt es ruhig gerne rein. Dann hatte ich noch leider einen Missionsbug, der mich vor der Hauptstory wirklich ausgeschlossen hat, schon fast. Also es war halt so, dass ich die Mission gar nicht angezeigt bekommen habe. Wir haben es halt so umgangen, dass mein Teammate, dass ich ihm gejoint bin, der die Mission hatte und habe dann da mitgemacht. Dann habe ich die Trophy dafür bekommen und dachte ich, okay, geil, dann hat das ja gezählt. Und dann gehe ich wieder in Fort Tarsis zurück und dadurch, dass ich die Mission nicht abgeben kann, weil es mir ja nicht angezeigt wird, wurde es nicht in der Missionsbuch gelockt. Und um am Ende zum Spiel etwas zu craften, musste ich halt einfach 10-mal so viel bezahlen an Crafting Materials als mein Teammate. Also es ist dann halt, das sind halt so diese Technical Issues. Ich denke, es wird alles noch ein bisschen behoben werden, aber das ist natürlich das, was den Spielspaß auch natürlich sehr, sehr, sehr rauben kann. Okay. Hört sich alles für mich insgesamt nicht so cool an, wie erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und für mich macht es auch den Eindruck, dass dieser Wiederspielwert, wie ihn viele erhofft haben, im Diablo-Stil halt einfach gar nicht da ist. Doch, der ist da, aber nur zu spät in meinen Augen. Also wenn man bis dahin kommt, und dann ist das auf jeden Fall da. Der Wiederspielwert, auch das Grinden und jeder, der an dieses Min-Maxing ja Bock drauf hat, seine Stats dazu verbessern, also dieses Min-Maxing-System, die RPG-Spieler wissen, was ich meine, dann ist es da, bloß halt zu spät. Okay, jetzt dein Fazit und wie hast du es bewertet? Also ich habe es mit einer 7,0 bewertet. Ich weiß, dass es gerade ein bisschen viel Negatives kam, aber das Spiel hat aber auch Positives. Ihr habt das auch gemerkt, dass ich auch sehr viele positive Sachen gesagt habe. Das Spiel ist der Inbegriff einer Medaille mit zwei Seiten. Es ist einfach so. Also für alles das, was es gut macht, kommt wieder irgendwas, was es wieder negiert und wieder schlecht macht. Also das ist dieser Inbegriff einer Medaille mit zwei Seiten. Man kann Spaß mit dem Spiel haben. Es kann sehr, sehr gut sein. Aber es kann halt auch die böse Seite sehr schnell zeigen. Und das kann auch sehr oft hintereinander sich einfach abwechseln. Und man muss seine Erwartungen ranschrauben, was man von diesem Spiel möchte. Es ist ein neues RPG, was eine sehr geile Story hat und sehr geile Charaktere hat, wie BioWare es früher hatte. Nein, auf keinen Fall. Ist es der beste Looter-Shooter, der jeweils rausgekommen ist? Nein, auf keinen Fall. Ist es ein solides Spiel, was Spaß machen kann? Auf jeden Fall. Also man kann Spaß machen. Der Hate-Train im Internet ist natürlich sehr, sehr hoch gerade. Das ist aber auch die Kultur heutzutage, dass man auf sowas sich dann so stürzt und das halt immer schlechter redet. Man kann Spaß haben, aber man muss seine Erwartungen dementsprechend setzen. Also wenn man mit falschen Erwartungen reingeht, wird man hundertprozentig enttäuscht. Wenn man sich vorher informiert und weiß, dass man Bock auf den Grind hat und auch die Zeit investieren möchte, auch wenn es zu spät kommt, kann man Spaß haben, vor allem mit dem Iron Man-Gefühl, was das Fliegen angeht. Schade ist halt nur, dass sowas dann ja, wieder schnell kaputt gemacht wird, wie beispielsweise mit der Hit Detection oder dass sehr viele Waffen sich underpowered fühlen. Aber es soll halt ein Game as Service sein. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt von EA und BioWare, wie sie daran arbeiten. Und man, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es ja, positiv weitergeht, auf jeden Fall mit dem Titel. Okay, dann danke ich dir recht herzlich. Wie immer, liken, subscriben, Feedback geben, würden wir uns drüber freuen. Unten ist nochmal das Review, das nochmal detaillierter ist. Es ist wirklich detaillierter damals, dieses Video. Und ja, dann sagen wir ciao. Haut rein.